ist noch so, ich habe früher bei einer Zeitung geschafft in Basel und bin dort teilweise für Social Media zuständig gewesen, aber nicht hauptberuflich. Und ich fand, okay, es ist vielleicht ein Wechsel nötig und habe eine Weiterbildung gemacht zum Social Media Redaktor und dort zufälligerweise über zwei Comparis gestolpert sozusagen, wo unterrichtet hat, wo mittlerweile jetzt mein Chef ist. Und dann habe ich halt noch während dem Unterricht gehört, klingt noch spannend, haben mir aber unter Comparis eher gesagt, etwas alt und langweilig sich vorgestellt, weil die Krankenkasse, yay, wahnsinnig sexy. Und habe dann aber gefunden, ja, ich probiere es einfach einmal. Und durch die ganzen Bewerbungsgespräche habe ich gefunden, es klingt aber doch wirklich noch interessant. Und hat dann auch eigentlich ziemlich schnell geklappt. Zwei Wochen später hatte ich den Job und bin dann offiziell jetzt seit dem 1. März 2017 bei Comparis. Bei mir ist es ähnlich gegangen. Vor eineinhalb Jahren hat mich Comparis angefragt, ob ich zu ihnen arbeiten wollte. Jetzt heißt, Comparis, Vergleich, Webseite interessiert mich doch nicht. Und dann bin ich aber ein paar Mal hier schauen und musste sagen, hey, das ist total ein cooles Team. Das ist wirklich ist einfach ein guter Groove hier. Nein, sie mich dann gleich relativ schnell überzeugt und jetzt bin ich seit knapp eineinhalb Jahren bin ich da als Digitalexperte. Also das ist genau das, was ich eigentlich immer wollte. Also ein neuer Teamkollege bei uns müsste wirklich offen sein, kreativ und spontan. Das wäre wichtig. Ja, ein neuer Teamkollege. Die Spontanität ist das Wichtigste. Er muss gut ins Team passen, er muss irgendwie mit uns zusammen harmonisieren. Das sieht man dann wahrscheinlich am Anfang mal. Aber wenn er offen ist für alles und sich vielleicht nicht festnagelt auf fixe Positionen und bereit ist, dass jeden Tag wieder etwas anderes kommt, eine andere Herausforderung, dann passt er zu uns. Also mir fallen eigentlich nur drei Wörter: jung, dynamisch, kreativ. Also Comparis ist für mich ein guter Arbeitgeber, weil er mich so nimmt, wie ich bin. Und mich aber auch unterstützt in meiner Entwicklung. Wenn ich ihm sage, ich würde gerne in die Richtung oder in die Richtung und es ist machbar, dann ist er dabei. Ja, bei Comparis muss man arbeiten, weil Comparis bei der Digitalisierung ganz weit voraus ist. Es gibt kein spannendes Thema in den nächsten 20 Jahren als Digitalisierung. Also völlig klar, hier muss es sein.